Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir sind im Kurs A2 bis B1, auch DSH Vorbereitungen. Wir lernen wichtigen Wortschatz und wichtige Strukturen, die Seite 1 zu Teil 1, süß schmeckt besser. Diese Strukturen sollten Sie lernen und beherrschen. Nummer 1, etwas unter die Lupe nehmen bedeutet genau untersuchen, analysieren. Nummer 2. Jemanden akkusativ oder etwas akkusativ an etwas oder jemandem Dativ erkennen. Beispiel: Ich habe dich an deiner Stimme erkannt. Ich kenne deine Stimme. Nummer 3. Etwas oder jemanden akkusativ als etwas oder jemanden akkusativ bezeichnen, bedeutet benennen, einen Namen geben. Dieses Produkt wurde als gut bezeichnet. Nummer 4. Sich von etwas Dativ ernähren. Beispiel: Der Veganer ernährt sich nur von pflanzlichen Produkten. Nummer 5. An etwas Dativ sparen. Gespart wird heute an der Ausgabe und nicht an der Qualität. Nummer 6. Etwas verschleiern. Etwas verschleiern bedeutet verstecken, nicht offenlegen, nicht klar sagen, nicht aufklären wollen. Beispiel: Die wahren Gründe der Affäre wurden bewusst verschleiert. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zur nächsten Folie.